In Rinnau wird zum zweiten Mal das internationale Brecherfest durchgeführt. Mein Film soll euch einmal einen kleinen Einblick in die grossen Vorbereitungen von diesem Anlass geben, was alles dahinter steckt, bis so ein Anlass durchgeführt werden kann. Ich bin erst 4 Tage vor dem Anlass zum ersten Mal mit der Kamera und der Drohne auf dem Festgelände gewesen. Die ganzen Vorbereitungen, die vorher stattgefunden haben, hinter den Kulissen, die lassen sich da nur erahnen. Bevor die WC hergestellt werden können, muss der Platz vorbereitet werden. Seit Tagen wird hier schon gearbeitet. Und zuerst mussten sie die ganze Halle ausräumen und alle Maschinen und Geräte ausstellen. Alle Maschinen von dieser Halle stehen außerhalb des Festgeländes auf dem Feld draussen. Alle Stromleitungen müssen in den Boden verlegt werden, damit sie beim Festbetrieb nicht stören. Auf dem Plan werden die verschiedenen Einsatzgebiete festgelegt. Der eigentliche Festplatz hat eine Fläche von 2,5 Hektaren. Dampfwalzen werden oben hinten an der Scheuer eingerichtet. Schatten für die Festwirtschaft im Freien spenden einen grossen Fallschirm. Am oberen Ende dort werden die lauten Steinbrechermaschinen aufgestellt. In der Nähe der Steinbrecher findet dann die Holzbearbeitung und wie man schmieden tut statt. Ein Highlight ist die grosse Tröschmaschine. Für den Traktorenwettbewerb wird von der Scheuer zu die Wippen aufgebaut. Ein weiteres Highlight ist das Fliegen mit 4 Rossen. Und auch das Dröschen mit den alten Maschinen, wo dann auch Korngarben hergestellt werden. Die 250 bis 300 erwarteten Oldtimer-Traktoren werden hier im Halbkreis später aufgestellt. Der Stefan Rappold hat selber ein grosses Sortiment von Oldtimer-Maschinen. Und ein paar davon werden jetzt zum Festplatz transportiert. Also ich bin der Markus Rappold. Ich bin im OK von dem Brecherfest. Der Stefan Rappold ist mein Bruder. Wir haben ja schon vor 10 Jahren das Brecherfest gehabt, bin dort auch dabei gewesen, haben einen Haufen gemacht.
Da bin ich jetzt für drei Sachen zuständig. Ich bin für den Verkehr zuständig, dann die Sicherheit und als drittes mache ich auch noch die Anmeldungen von den Traktoren. Mittlerweile haben wir schon über das Internet 220 Anmeldungen bekommen und es werden noch mehr sein. Und haben da auch das Zeug organisiert. Dort war auch noch mein Schwager, der Heinz Stark, involviert. Er hat DDV gemacht. Ja. Und hilft natürlich an allen Ecken und Kanten, wo es notwendig ist. Ja, es macht Spass, es ist gut, wir haben super Wetter und ich freue mich richtig aufs Fest. Ein paar Maschinen sind jetzt bereits auf dem Festgelände angekommen. Die Steinbrechermaschinen werden jetzt aufgebaut und in Betrieb genommen. Die ersten Dampfwalzen sind mit dem Transport angekommen. Der grosse Imbissstand ist bereits aufgestellt worden und auch die Lautsprecheranlage ist bereit zum Kommentieren von all den Ereignissen, die hier stattfinden werden. Jetzt kommen im Schnelltempo die verschiedenen Dampfwalzen an und müssen noch abgeladen werden und an ihren fixen Platz verschoben werden. Der grosse und starke Traktor von Stefan ist da eine grosse Hilfe, damit man die Dampfwalzen abladen kann. Währenddem ein paar Dampfwalzen zum Abladen Hilfe brauchen, fahren andere selbstständig von der Rampe oben runter. Die Dampfwalze hat einen langen Weg auf der Hauptstrasse hinter sich. Sie ist nämlich von Gumpmerdingen über Neuhausen, Schaffhausen, Richtung Fürthalen, Bänken nach Rheinau gefahren. Weil vom Gewicht her hat sie nicht dürfen über die Holzbrücke fahren bei Rheinau. In der Zwischenzeit ist auch der grosse Strassenpflug angekommen und der Raupentraktor dazu. Der muss jetzt hier noch abgeladen werden. Schauen wir doch hier mal zu.
Der grosse Fallschirm wird von 4 Traktoren mit Seil gespannen und gehebt. Eine von diesen Antriebsmaschinen der Steinbrecher muss jetzt hier an ihrem Platz noch gefahren werden. Von oben hat man ganz einen guten Überblick über das Festgelände. Die 10 WC stehen bereits am richtigen Platz und auch das Brünneli zum Handwaschen ist bereits in Betrieb. Das Wasser kommt mit Feuerwehrschläuchen über einen grossen Acker vom 200 Meter entfernten Hydrant bei der Klinik her. Der Strom kommt aus einem Stromgenerator hinter der Scheuer und der hat sogar einen eigenen Treibstofftank dazu. Über 500 Meter weit müssen jetzt hier noch Absperrgitter aufgestellt werden. Parallel zu den Aussenvorbereitungen findet auch in der Scheuer die Innenvorbereitungen statt. Der Plan zeigt uns den riesen Aufwand dazu. Ganz rechts kommt die Brecherbar her. In der Mitte entstehen 448 Sitzplätze. Für die Musik am Samstagabend wird dazu eine Bühne eingerichtet. Und auf der linken Seite ist bereits die Kindereisenbahn eingerichtet worden. Für die Firma Donner Rido ist neben der Kindereisenbahn bereits der Platz reserviert worden. Und oben noch das Wichtigste, nämlich die Verpflegungseinrichtung. Wir haben gerade Glück und können beim Interview von Stefan Rappold fürs Radio Mono dabei sein. Also ich bin der Stefan Rappold. Meine Funktion ist, das Brecherfest mit dem OK zu leiten, also zu vorbereiten, durchzuführen. Wir schauen, dass alles reibungslos abgeht. Der Hof ist von mir. Den habe ich weitergegeben an meine Jungmannschaft. Sie sind eigentlich die Initianten. Sie haben gesagt, meine Tochter und ihrem Mann haben gesagt, du, komm, jetzt ist es 10 Jahre, das machen wir doch dann einmal. Das war letztes Jahr im Frühling. Und eben, ich wollte hier schon eigentlich das nicht mehr machen, weil es ist ein Gewaltaufwand. Und dann habe ich gesagt, ja, so gut, wir machen das einmal. Wir haben einen OK gegründet mit 10 Leuten, wie ich schon gesagt habe. Und ja, es ist gut gekommen. Es ist viel Arbeit, sehr viel Arbeit. Und wir sind da zuversichtlich, dass es ein gutes Fest gibt. Und was erwarten die Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende?
Also die erwartet sehr viel. Also für Kind hat es mal so eine kleine Eisenbahn, wo wir da gerade sehen. Ein Kinderkarussell, es hat einen Sandhaufen. Und für die Eltern natürlich, Besucher, Besucherinnen, Besucher, hat es ein riesiges Angebot. Also es wird Holzbearbeitung gemacht, Holz gesägt, Holz gespalten. Wir heuen, also drehen jetzt, das ist der zweite Schnitt. Dann hat es Steinbrecher, jede Menge. Und natürlich einen Haufen Dampfmaschinen. Also da wird sehr viel zeigen, sehr viel boten. Und was wir auch machen, wir tun mit einer Tröschmaschine die Garben, die wir gebindert haben, dann zu Korn tröschen. Jetzt hat ja jedes Fest irgendetwas Besonderes an sich. Jedes Fest ist auf seine Art Besonderes. Was würden Sie sagen, was ist jetzt das Besondere am Brecherfest? Das Besondere an dem Fest ist wirklich, eben, erlebt viel. Es ist wirklich ein Erlebnis. Also da sehen wir Traktoren so eigentlich fast nebensächlich. 200 sind angemeldet bis jetzt, werden etwa 300 kommen, Oldtimer-Traktoren. Aber eben für mich ist das so ein bisschen zweiseitig, denn wenn man jetzt nichts zeigen würde. Darum wollen wir wirklich halt das ein gutes Programm machen, was wir jetzt machen. Genau, wo ich da nicht gelaufen bin und auch jetzt, wenn ich da so ein bisschen rumschaue, sind viele im Einsatz. Wie viele Helfer braucht es für so einen Anlass? Ja, ich würde jetzt mal sagen, so zwischen 40 und 50, wo die sind ständig in Bewegung. Während dem Aufbau, nach dem Aufbau. Also eben, wie gesagt, wir haben heute vor einer Woche angefangen, die Riesenhalle auszuräumen. Wir haben sie am Samstag rausgewaschen und am Montag angefangen aufzustellen. Also wir haben 5 Tage nur um das ganze Gelände aufzustellen, mit der ganzen Umzäunung, Maschinen aufzustellen, eben da die Kinder, das Kinderparadies da, wo wir haben. Es ist brutal. Aber es ist auch am Schluss etwas Schönes, wenn man nachher hinterher lehnen kann und sagen, hey, es war super gewesen. Wir haben ein gutes Publikum gehabt. Es ist reibungslos abgegangen und das ist doch schön. Und jetzt eben morgen geht es los. Wie ist aktuell Ihre Gefühlslage? Ja, ich bin natürlich alle ein bisschen nervös, ist klar. Man merkt es nicht so, man hat einfach nur so viel Ob, wo man noch mal richten muss. Und ich denke, es läuft einfach trainieren. Also, es läuft trainieren, man muss noch dort und da und dort noch ein bisschen feilen und noch etwas vorbereiten und organisieren. Der Festbeginn ist um 11 Uhr. Und ich glaube, dann fängt das an laufen. Wenn ich sage, wenn es mal läuft, dann läuft es. Brigitta, ich bin im OK von diesem riesigen Anlass und bin erstaunt gewesen, was da wahnsinnig zu tun gibt. Ich dachte, heute kann ich ganz locker, so gemütlich die 100 Gestecke machen. Also wir sind seit dem Morgen früh dran und halt immer noch nicht fertig. Unsere Chefin, meine andere Schwester, hat die grossen Bugge gemacht und ist jetzt an der letzten. Wir hoffen, wir schaffen es bis morgen, morgen alles fertig zu haben. Müssen wir mal schauen. Ich gehöre halt zu dieser Familie, die das alles organisiert. Genauso meine Schwester, die Amanda, ist meine Nichte, der Stefan ist mein Bruder. Ich gehöre zu dieser Siebschaft Rappold zu Rheinau. Ja, ich bin Andi Kuratli, ich bin Kurator mit Amanda. Ich bin hier am Fest zuständig für die Festwirtschaft und ein Haufen Kleinigkeiten, was den Bau anbelangt hat. Wir haben noch viel vor, aber ich glaube, es kommt gut. Die Innenausstattung ist fast fertig. Schauen wir uns doch ein bisschen um. Jetzt geht's los und die ersten Traktoren treffen in Rheinau ein.
Blick von oben zeigt das Ausmaß von diesen vielen Oldtimer-Traktoren, die gekommen sind. Ein Blick retour, dass bereits einige Zuschauer mit dem Auto angekommen sind. Jetzt kann also das grosse zweite internationale Brecherfest in Rheinau starten.